Können wir unseren eigenen Augen trauen? Tatsächlich nimmt das menschliche Auge nur 1% der Umwelt wahr. Wir sind von einer geheimnisvollen Welt umgeben. Wundersame Kräfte, verborgene Lichtwellen und unsichtbare Lebewesen. Oh Mann! Matt Eisman geht diesen Rätseln auf den Grund. Der TV-Moderator und studierte Arzt macht sich auf die Suche nach den unglaublichsten, unsichtbaren Phänomenen unseres Planeten. Auf der ganzen Welt begegnet er Wissenschaftlern, die das Unsichtbare sichtbar machen. Oh mein Wahnsinn! God. Mit ihrer Hilfe entdeckt er die überraschendsten und bizarrsten Kuriositäten, die uns immer und überall umgeben. Dies sind die 40 unglaublichsten Phänomene einer für uns unsichtbaren Welt. Bei vielen Entscheidungen verlassen wir uns auf unsere Sinne. Aber oft trügt der Schein. Denn 99% unserer Umgebung können wir nicht einmal sehen. Das Unsichtbare ist überall. Das gilt auch für das erste unglaubliche Phänomen, dem Eisman auf den Grund geht. Dem sogenannten Bakterienregen. Ständig und überall sind wir einem konstanten Sprühregen aus Millionen von Bakterien ausgesetzt. Dieses Phänomen will Eisman in einem Sumpfgebiet in Louisiana erforschen. Bei einem Barbecue. Hi, wie geht's? Ich bin Matt. Willkommen in Louisiana. Also das hier ist wirklich der Sumpf, ja? Ganz offiziell. Ja, das ist der Sumpf. Lebt da was Gefährliches? Jede Menge. Schon beim Sprechen atmen wir den unsichtbaren Bakterienregen ein. Er besteht außerdem aus toten Insekten, Asbestfasern und Wüstensand sowie Vulkanasche aus tausenden Kilometern Entfernung. Da muss ordentlich was drauf. Und hier, in der Hitze über den Grill, kommt es zum großen Massensterben. Im Inferno erleiden aber Millionen von Lebewesen in der Luft einen schnellen Tod. Und wir sehen es nicht einmal. Das wird lecker. Hier im Sumpfgebiet gibt es auch eine erstaunliche Meisterleistung unsichtbarer Pyrotechnik zu bewundern. Sie wäre das Highlight jedes Feuerwerks. Nur leider ist sie mit bloßem Auge nicht zu sehen. Platz 39. Die überschallartige Spurenexplosion. Schauplatz dieser heftigen Explosion ist das Torfmoos draußen in den Sümpfen. Um sich auszubreiten, muss es seine Spuren hoch in den Wind hinausschießen. Wenn die Spurenkapsel, auch Operculum genannt, explodiert, werden die Spuren mit einer Beschleunigung von 36.000 G herausgeschleudert. Ein Mensch kann bereits bei 15 G nur wenige Sekunden überleben. Dem Biologen Brent Christner zufolge haben wir beim Barbecue noch einen weiteren, wesentlich unappetitlicheren Gast. Er kann wochenlang auf Arbeitsflächen und an anderen feuchten Orten überleben und vermehrt sich explosionsartig in rohen Lebensmitteln. Durch ihn erkranken jedes Jahr Hunderttausende Menschen. Platz 38. Salmonellen. Das ist also die Salmonelle. Alles klar, so sehen die also aus. Und das sitzt gerade auf unserem Essen. Dem machen wir Feuer unterm Hintern. Eklig. Diese Bakterien sind eng mit den frühesten Lebensformen auf der Erde verwandt. Sie sind überall, hier im Sumpfgebiet und auf dem gesamten Planeten. Immer an feuchten Orten, an denen sie sich vermehren können.
Mit Salmonellen ist nicht zu spaßen. Was haben die davon, in meinen Körper einzudringen? Mikroben lieben unsere Mägen. Hier gibt's reichlich Nahrung. Also ein echtes Buffet. Genau, wir versorgen sie, ist doch super. Was Besseres können sie sich nicht wünschen. Der Magen von Bryce ist also ein All-You-Can-Eat-Buffet. Klar. Die Burger und Würstchen sind ein fantastischer Nährboden für Salmonellen. Ihre Anzahl verdoppelt sich halbstündig. Aber wird das Fleisch für längere Zeit auf über 75 Grad Celsius erhitzt, hat die Bevölkerungsexplosion ein Ende. Also auf Salmonellen kann ich verzichten. Dreh den Grill auf und brat alles gut durch. Auf geht's. Während alle darauf warten, dass die Würstchen heiß und die Salmonellen vernichtet werden, gehen Christner und Eisman in den Garten. Dort verbergen sich die nächsten vier Phänomene. Alles scheint friedlich. Dabei existiert hier ein unsichtbares Universum. Ein Teil davon belegt Platz 37. Das Gartenmassaker. Noch am frühen Morgen wehte eine laue Brise über das Gras und wiegte die vielen unsichtbaren Lebewesen hin und her. Aber jetzt, am Nachmittag, erhitzt sich die Luft und steigt auf. Wie ein riesiger Fahrstuhl transportiert sie all die Kleinstlebewesen vom Boden gen Himmel. Weltweit werden jedes Jahr rund 2 Millionen Tonnen Bakterien und knapp 50 Millionen Tonnen Sporen und Algen von solchen unsichtbaren Verwirbelungen in die Atmosphäre befördert. Dort schweben sie gemeinsam mit Tausenden von unsichtbaren Lebewesen über der Erde. Die meisten sterben ab und kehren nicht mehr zurück. Aber eine Spezies hat sich etwas einfallen lassen. Platz 36, das Bärtierchen. Dieses winzige, achtbeinige Tierchen kann bei Trockenheit jahrzehntelang in einer Art Winterschlaf auf Feuchtigkeit warten. Die Anpassungsfähigkeit dieser Kleinstorganismen ist faszinierend. Ja, und die Forschung konnte sogar belegen, dass Bärtierchen selbst eine Reise in den Weltraum überleben. Unglaublich. Aber so ist es. Bärtierchen können sich selbst nach einem Aufenthalt im All auf der Erde weiter vermehren. Das hat Wissenschaftler vor die Frage gestellt, unter welch harschen Bedingungen ein Überleben noch möglich ist. Und ob das Leben selbst im Weltall entstand. Ein Tautropfen erweckt das Bärtierchen aus dem Ruhezustand. Die Beine ploppen heraus und es beginnt sich zu vermehren. Aber dann wird es plötzlich von einem Strudel in Richtung Himmel gezogen und fällt wieder in seinen Dornröschenschlaf. Gut möglich, dass es erst in einigen Jahrzehnten zur Erde zurückkehrt und dann durch einen Schweißtropfen zu neuem Leben erweckt wird. Von jemandem, der erst noch geboren wird. Aber nicht alle Kleinstlebewesen im Garten haben einen derartigen Lebenswandel. Eines von ihnen hat buchstäblich das Antlitz der Erde verändert. Platz 35. Pseudonomas syringae. Dieses Bakterium lebt auf vielen Pflanzenarten. Es trägt ein Protein an der Außenhülle, das Wassermoleküle bindet, ähnlich wie Eiskristalle. Dieses ungewöhnliche Protein lässt Wasser oberhalb des normalen Gefrierpunktes gefrieren. Diese Fähigkeit nutzt das Bakterium auch in den Wolken. Es lässt die Wassermoleküle zu Eis erstarren. Die wachsenden Kristalle werden schwerer, sinken ab und schmelzen zu Regentropfen, die das Bakterium zurück auf die Erde transportieren. Praktisch ein selbstgebautes Bakterientaxi. Diese Fähigkeit des Bakteriums ließ Wissenschaftler den gesamten Wasserzyklus überdenken.
Bisher hatte man angenommen, Regentropfen entstünden durch Kondensation auf Feststoffen, wie winzigen Staub- und Salzpartikeln oder sogar Kleinstmeteoriten. Tag für Tag wird die Atmosphäre mit knapp 3 Tonnen unsichtbarer Kleinstmeteoriten beschossen. Viele verfangen sich in den Wolken, verschmelzen dort mit Wasser und fallen auf die Erde herab. Es heißt, wann immer man die Hand in den Regen hält, fängt man ein paar dieser unsichtbaren, Milliarden Jahre alten Reisenden aus dem All. Einige Wissenschaftler machen jetzt eisbildende Bakterien, wie Pseudonomas syringae, für bis zu 80% der weltweiten Regenfälle verantwortlich. Damit hätten diese unsichtbaren Kleinstlebewesen tatsächlich das Antlitz unseres Planeten verändert. Und ihnen geht es um weit mehr als nur eine Mitfahrgelegenheit. Indem sie unseren grünen Planeten mit Wasser versorgen, sichern sie auch das Überleben der Pflanzen, auf denen sie sich niederlassen. Ein Kreislauf. Im Boden ist sicher auch jede Menge los. Während sich über unseren Köpfen Unmengen unsichtbarer Lebewesen tummeln, herrscht unter unseren Füßen Krieg. Eine beeindruckende Armee dieser unterirdischen Schlacht belegt Platz 34. Die Streptomyceten. Das Auge nimmt diese Bakteriengattung nicht wahr, die Nase dafür umso mehr. Schauen wir uns mal den Boden hier an. Wie riecht das für dich? Soll das ein Scherz sein? Nein, nein. Riecht nach Erde. Ganz genau. Eindeutig Erde, keine Frage. Aber dieser angenehm erdige Geruch birgt ein tödliches Geheimnis. Dieser Geruch entsteht durch Geosmin. Das besteht aus... Geosmin. Klingt wie ein schickes Parfum. Geosmin. Parfüm ist gar nicht so falsch, aber es wird von speziellen Bakterien produziert. Diese Bakterien gehören zu den seltsamsten, aber auch wichtigsten in der unsichtbaren Welt. Streptomyceten. Ich zeig's dir. Die Streptomyceten setzen Geosmin als Gift im Boden frei. Mit dieser biochemischen Waffe wehren sie Angriffe durch andere Bakterien ab. Und das mit Erfolg. Die Feinde gehen ein. Gelangt das Gift an die Luft, stellt sich ein deutlich angenehmerer Nebeneffekt ein. Der frische, erdige Geruch des Bodens. Da unten geht es ja richtig ab. Das alles in dem bisschen Erde? Ganz genau. Und auch harmlos aussehende Pflanzen greifen gerne mal zur biochemischen Keule. Platz 33. Die Killer-Tomate. Tomaten und die Lizenz zum Töten? Ganz genau. Knabbert ein Insekt an einer Tomatenpflanze, geht das vermeintliche Festmahl zum Gegenangriff über. Die Pflanze produziert ein Protein, das die Verdauung des Insekts lahmlegt. Das schwächt den Fressfeind und bringt ihn schließlich um. Ich freue mich auf die Alligatorwürstchen. Sie sind köstlich. Zurück zum Grill. Kommt essen, Jungs. Riecht echt gut. Inzwischen ist alles gut durchgebraten. Gebt mir Alligator. Wissend, dass die gefährlichen Salmonellen den Grillvorgang nicht überlebt haben, schmeckt es gleich doppelt so gut. Das war fantastisch. Jetzt geht es ins Herz des Sumpfgebiets. Die Alligatoren, die diesen urzeitlichen Ort bevölkern, würden Menschenfleisch sicher nicht verschmähen. Ich bin das erste Mal im Sumpf. Zum Glück habe ich 2 Experten dabei. Könnte auch dein letztes Mal sein. Na, danke. Die Tiere hier jagen mit Hilfe von Licht, das wir nicht sehen können. Inseln schwimmen auf Gasen, die wir nicht wahrnehmen. Und unsichtbare Kräfte konservieren Leichen über Tausende von Jahren.
Der Arzt Matt Eisman ist in Louisiana unterwegs und setzt seine Suche nach den 40 unglaublichsten unsichtbaren Phänomenen fort. Ich verstehe, warum die Leute gerne in den Sumpf kommen. Ich war noch nie in einer abgelegeneren Gegend. Abgelegen? Ja, hier ist doch überhaupt nichts. Du wirst dich wundern. Sieh dich nur um. Hier kreucht und fleucht gerade mehr, als du denkst. Darunter auch Platz 32. Der langsame Tanz des Todes. Dieses Phänomen lässt sich besonders gut an diesem feuchten, modrigen Ort beobachten. Wenn tote Pflanzen oder Tiere sich zersetzen, verwerten Bakterien, Pilze und Kleinstlebewesen deren Fette, Proteine und Zucker. Wieso sehen wir diesen Vorgang nicht? Manches ist wegen seiner geringen Größe für uns unsichtbar. Oder wegen der hohen Geschwindigkeit, in der es geschieht. Oder aber, weil es außerhalb unseres Sehspektrums liegt. Manches hingegen können wir nicht sehen, weil es zu langsam passiert. Im Zeitraffer werden die Abläufe sichtbar. Die 40-stündige Verwesung einer Maus verkürzt auf 30 Sekunden. Aasfressende Insekten machen sich über die äußere Hülle her, mikroskopisch kleine Bakterien über die Innereien. Dabei entstehen Gase, die das Tier fast lebendig erscheinen lassen, bis schließlich nur noch ein Häufchen Fell übrig bleibt. Zeitrafferaufnahmen im Minuten-, Stunden- oder sogar Tagestakt geben uns Einblick in eine sonst unsichtbare Welt. Sie zeigen die unermüdliche Arbeit unsichtbarer Sumpfbewohner. In einem unaufhörlichen Recyclingprozess verzehren sie abgestorbene Pflanzen und Tiere. Aber am Grund des Sumpfes nimmt der unsichtbare Todesprozess einen völlig anderen Verlauf. Platz 31. Der Sumpf als Mumifizierer. Der Sauerstoffmangel im Torf am Grund des Sumpfes hält zersetzende Mikroorganismen auf Abstand. Alles, was hierher gelangt, bleibt durch die natürliche Mumifizierung erhalten. Das wussten schon unsere Vorfahren. Im Mittelalter dienten die europäischen Moore als Kühlschrank für Lebensmittel, aber auch für Verstorbene. In früheren Epochen wurden sogar Menschenopfer darin konserviert. Diese Moorleichen wurden dort mumifiziert und sollen zu besonderen Anlässen herausgeholt und zu ihren Familien gebracht worden sein. Dieser Sauerstoffmangel erzeugt aber auch eine unsichtbare Bedrohung. Platz 30. Mörderisches Methan. Wenn organische Stoffe zu Torf werden, entsteht dabei Methan. Man nennt es auch Sumpfgas. Wie sieht Methan aus? Können wir ein bisschen freisetzen? Klar. Aber nicht deine Verdauungsgase. Ich meine schon das aus dem Sumpf. Normalerweise gast Methan unsichtbar in die Atmosphäre. Aber manchmal wird es eingeschlossen und erst viele Jahrhunderte später freigesetzt. Das kann zu Verwüstungen führen. 1985 sickerte Methan in ein Kaufhaus in Los Angeles und verursachte eine Explosion, bei der 23 Menschen verletzt wurden. Aber Methan kann auch lebenswichtig sein. Zumindest für Algen. Guck dir das mal an. Sieht aus wie ein riesiger Schlammhaufen. Das ist ein Algenteppich. Algen? Sieht eher aus wie ein Wal, der was Falsches gegessen hat. Etwas völlig Falsches. Ich dachte immer, Algen wären grün. Die sind nur gerade im Energiesparmodus. Die Algen bekommen zu wenig Sonnenlicht. Sie sind in einer Ruhephase. Aber wenn die Sonne durchkommt, erwachen die Algen zum Leben. Ihnen wachsen kleine Antriebsfäden, sogenannte Geißeln, die sie durch ihre unsichtbare Welt manövrieren. Der Energiespartrick: verschwindet die Sonne, verschwinden auch die Geißeln.
Das ist so, als würden uns bei Hunger Arme und Beine abfallen und erst nachwachsen, wenn uns jemand was zu essen macht. Genau. Aber die Algen können sich nicht selbst an die Oberfläche kämpfen. Für diesen Job haben sie einen unsichtbaren Helfer. Methan. Die kleinen Blubberblasen da, das sind Methanbläschen. Die halten sie oben. Also nicht die Oberflächenspannung, sondern aufsteigendes Methan, das bei Zersetzungsprozessen am Grund des Sumpfes entsteht. Irre. Das unsichtbare Gas hat so viel Kraft, dass es etwas schier Unglaubliches hervorbringt. Ein legendäres Phänomen, das die Menschen seit Hunderten von Jahren in diese Sümpfe lockt. Und nicht wenige ließen hier ihr Leben. Auf Platz 29, die Pseudo-Insel. Diese Insel wirkt wie der perfekte Ort für eine kleine Verschnaufpause. Aber Vorsicht, sie ist tückisch. Hier hat man alles andere als festen Boden unter den Füßen. Sie besteht aus einem schwimmenden Stück Torf, das aus dem Sumpfboden gerissen wurde, als darunter eine Gasblase aufstieg. Das unsichtbare Methan hat gewaltige Kräfte. Obwohl man hier Wochen verbringen könnte, ohne auch nur zu ahnen, dass es existiert. Wenn wir da drüber laufen, stoßen wir manchmal auf solche Löcher. Da fällt man leicht durch. Deswegen halten wir unser Gewehr beim Jagen immer so, damit wir im Zweifelsfall stecken bleiben. Während Iceman und seine Männer Jagd auf das Unsichtbare machen, ärgern sich morgendliche Entenjäger, dass sie nicht unsichtbar sind. Was macht ihr hier? Film! Was? Filmen? Ich will hier Enten schießen. Komm schon, Brian. Und deswegen rammst du uns fast? Was mache ich? Nichts, schon gut. Was soll das? Verzieht euch, ihr könnt doch den ganzen Tag lang filmen. Nach dieser unerfreulichen Begegnung wollen die Männer schon die Hoffnung aufgeben. Als sie endlich entdecken, wonach sie schon die ganze Zeit gesucht haben. Das ist also ein Alligator. Genau. Der wissenschaftliche Name lautet Alligator mississippiensis, der Mississippi-Alligator. Knapp 1,5 Meter lang, würde ich sagen. Ziemlich groß. Wie soll der sich unsichtbar machen? Wir sehen ihn nur, weil er sich gerade aufwärmt. Wir mussten ja lange suchen, obwohl es hier rund 200-300 Alligatoren gibt. Du meinst also, dass wir sie nicht gesehen haben, die aber uns schon? Genau. Wie hoch springen die? Etwa so hoch, wie sie lang sind. Auf welcher Höhe sind wir? Nicht so hoch. Was denn? Du wolltest die doch sehen. Ich hoffe nur, er sieht leckerer aus als wir. Wie jedes Lebewesen gibt auch dieses Tier eine Energie ab, die wir nicht sehen können. Sie ist überlebenswichtig, sogar für kaltblütige Kreaturen wie Alligatoren. Platz 28 der unglaublichsten unsichtbaren Phänomene, Infrarotstrahlung. Die moderne Technik hat viele Geräte hervorgebracht, um das Unsichtbare sichtbar zu machen. Eines davon hat Trevor mit in den Sumpf gebracht. Das ist eine Wärmebildkamera. Wenn ich ranzoome, erscheint das Tier im Vergleich zur Umgebung, als würde es glühen. Probier es aus, direkt drauf richten. Er reguliert seine Körpertemperatur über Wärme von außen. Scheint gut zu klappen. Ja, sehr gut. Sie sind wechselwarm, sie regulieren ihre Körpertemperatur über die Umgebung. Infrarotlicht liegt im elektromagnetischen Spektralbereich, der zwar ständig um uns herum, für uns aber unsichtbar ist. Tatsächlich sehen wir nur einen winzigen Bruchteil dieses Bereichs. Sichtbares Licht macht nicht mal ein Milliardstel davon aus. Anders ausgedrückt, würde ein Maßband rund um den Äquator das elektromagnetische Spektrum darstellen, würde sichtbares Licht nur rund 1 Zentimeter ausmachen.
Man sieht Hitzewellen, wenn du ausatmest. Echt? Am Bart, ja. Infrarotstrahlung ist Wärme. Deswegen können wir ihre unsichtbaren Geheimnisse mit Spezialkameras und anderen Geräten erforschen. Diese Instrumente kommen auf vielen Gebieten zum Einsatz. Techniker kontrollieren mit ihrer Hilfe die Abstrahlwärme von Kühltürmen oder den Wärmeverlust von Wohnhäusern. Infrarotstrahlung macht sichtbar, was passiert, wenn wir den Herd einschalten oder heißes Wasser in einen Becher gießen. Aber dass wir spezielle Technik brauchen, um Infrarotlicht zu sehen, heißt nicht, dass das auf alle Lebewesen zutrifft. Einige Tiere haben ein Organ, das ihnen eine echte Superkraft verleiht. Platz 27. Die Infrarotsicht. In diesen trüben Gewässern verbirgt sich die tödliche Wassermokassinotter, die wie die Klapperschlange zur Familie der Grubenottern gehört. Der Name stammt von ihren Grubenorganen links und rechts am Kopf. Mit ihnen sieht die Schlange Infrarotstrahlung, die ihre bedauernswerte Beute abgibt. Wir können den Nager kaum erkennen. Aber für die Otter sieht er so aus. Auffällig wie eine Leuchtreklame. Dich kann man gut erkennen. Du bist so kalt wie ein Fisch, nicht menschlich. Man sieht dich kaum. Ich bin kein Mensch. Du bist, was du isst. Die drei treten die Heimreise an, bevor sie noch als Alligatorenfrühstück enden. Als nächstes geht es zu einem Lager für Flugzeuge. Dort will Iceman herausfinden, welche unsichtbaren Technologien uns das Fliegen ermöglichen. Der Arzt Matt Iceman ist auf der Suche nach den 40 unglaublichsten unsichtbaren Phänomenen. Nach einem Ausflug in den Sumpf geht es jetzt über die Wolken. Dort finden sich gleich 6 Kuriositäten. Flugzeuge gelten als die sichersten Verkehrsmittel überhaupt. Ein Absturz ist statistisch gesehen unwahrscheinlicher als ein Autounfall. Und dass es so ist, liegt an den gewaltigen unsichtbaren Kräften, die dabei wirken. Durch sie wird Fliegen erst möglich. Wir sehen weder, was das Flugzeug abheben, noch was es landen lässt. Auch die unsichtbaren Kräfte, die über den Wolken auf die Maschine einwirken, sind für uns unsichtbar. Diese Kräfte will der Fernsehmoderator und Mediziner Matt Iceman hier erforschen, wo Flugzeuge instand gesetzt, verwertet oder ausgeschlachtet werden. Es droht keine Störung durch Starts und Landungen. Es ist totenstill. Ein passender Ort für die Suche nach dem unsichtbaren Leben eines Flugzeugs. Das erste Rätsel: Wie kommt ein Jet eigentlich in die Luft? Die Antwort liefert Platz 26. Dynamischer Auftrieb. Es sind eigentlich nicht die Tragflächen, die Auftrieb erzeugen, sondern die unsichtbare Luft, die sie umströmt. Durch die Form der Tragfläche muss die Luft auf der Oberseite einen längeren Weg zurücklegen. Wenn das Flugzeug auf der Startbahn beschleunigt, strömen die Luftmoleküle schneller über die gekrümmte Oberseite als über die Unterseite. Dadurch entsteht oberhalb der Tragfläche ein Unterdruck. Und das Flugzeug wird förmlich in den Himmel gezogen. Die Luft, die dabei von unten gegen die Tragflächen strömt, drückt es immer weiter nach oben. Mit einem Druck von über 700 Kilogramm pro Quadratmeter ist dieser enorme Auftrieb ebenso real wie alles, was wir mit bloßem Auge sehen können. Aber eben weil er unsichtbar ist, macht das Fliegen so viele Menschen nervös.
Die Sache mit dem Auftrieb habe ich verstanden. Aber wie hält ein Flugzeug diese enorme Krafteinwirkung aus? Es gibt ja nach. Selbst Bierdosen sind stabiler. Glaub mir, die Aluminiumhaut ist schon etwas dicker als eine Bierdose, wenn auch nicht sehr dick. In der Luft wird sie viel fester. Man muss sich den Rumpf wie einen Ballon vorstellen, der sich ausdehnt. Je höher die Maschine aufsteigt, desto geringer wird der Außendruck. Aber der Innendruck bleibt unverändert. Dadurch dehnt sich der Rumpf ein wenig aus und der Innenraum wird rund 1% größer. Auch wenn wir als Passagiere nichts davon merken. Geht das Flugzeug in den Sinkflug über, schrumpft es wieder auf normale Größe. Aber dieses ständige Ausdehnen und Zusammenziehen fügt dem Rumpf unsichtbare Schäden zu. Darum geht es bei Platz 25. Materialermüdung. Durch das Ausdehnen und Zusammenziehen bei den Starts und Landungen entstehen Millionen winziger Risse in der Außenhaut des Flugzeugs. Rund einen Millimeter lang und sehr viel feiner als ein menschliches Haar. Mit der Zeit entstehen kleine Risse am Rumpf, die nach etwa 30.000 bis 40.000 Flügen miteinander verschmelzen können. Die Spannungsrisse entstehen zuerst an Nieten, Fenster oder Türrahmen. Die Kleinstschäden in der Außenhülle gehen irgendwann ineinander über. Das alternde Flugzeug wird von diesen unsichtbaren Schäden zerfressen. Deswegen wurden diese Flieger aus dem Verkehr gezogen. Auch wenn sie für das bloße Auge völlig intakt wirken. Was passiert, wenn diese Risse in 10 Kilometern Höhe miteinander verschmelzen? Das würde eine Störung auslösen. Ein Teil des Rumpfes... Was bedeutet eine Störung? Das klingt nach einer höflichen Umschreibung, aber wovon? Diese Störung bezeichnet die katastrophalen Auswirkungen von größeren Rissen in der Außenhaut. Die stärker unter Druck stehende Innenluft strömt durch sie nach draußen. Je nach Sogstärke und Grad der Materialermüdung kann dabei ein Teil des Rumpfes herausgerissen werden. 1988 ereignete sich ein furchterregender Vorfall über Hawaii. Durch Materialermüdung und Korrosion kam es in gut 7 Kilometern Höhe an Bord von Aloha Airlines Flug 243 zu einem explosionsartigen Druckabfall. Der gesamte obere Rumpfbereich wurde vom Cockpit bis zur Tragfläche abgerissen. Bei dem Vorfall gab es 65 Verletzte. Eine Flugbegleiterin kam ums Leben. Es kann schon vorkommen, ist aber sehr, sehr selten. Vor allem, weil die Airlines jeden Start und jede Landung ihrer Flugzeuge genauestens erfassen. Nur so können sie die Wartungsintervalle einhalten und Flugzeuge rechtzeitig aus dem Dienst nehmen. Ein weiterer Grund ist, dass die Außenhaut der meisten Flugzeuge aus einem Aluminiumverbundwerkstoff mit erstaunlichen Eigenschaften besteht. Platz 24. Das unglaubliche selbstreparierende Metall. Zieht man ein spitzes Metallstück über eine Oberfläche aus Aluminium, lösen sich, für uns unsichtbar, feine Streifen. Kratzer entstehen. Bei Eisen führen solche Kleinstkratzer schnell zu rostigen Stellen. Aber Aluminium kann sich selbst reparieren. Reagiert das Metall mit Sauerstoff, bildet sich eine Schicht aus Aluminiumoxid über dem Riss und repariert so die Oberfläche. Dank dieser Eigenschaft ist das Metall sehr witterungsbeständig und somit perfekt für den Flugzeugbau geeignet. Darüber hinaus wird der Rumpf inzwischen so konstruiert, dass sich die mikroskopisch kleinen Risse nicht miteinander verbinden können. Dadurch sind Vorfälle wie der über Hawaii heute extrem selten. Andere unsichtbare Phänomene sind in der modernen Luftfahrt sehr viel präsenter. Matt Eisman hat eingecheckt. Er will vor Ort erforschen, welchen unsichtbaren Kräften Flugpassagiere an Bord ausgesetzt sind.
Je weiter das Flugzeug aufsteigt, desto dünner und kälter wird die Außenluft. In 9000 Metern Höhe könnten Menschen draußen nur mit Hilfe einer Sauerstoffflasche überleben. Dort herrschen lebensfeindliche minus 60 Grad Celsius. Aber auch hier existiert unsichtbares Leben. Zum Beispiel Bärtierchen und andere Kleinstwesen, die der Wind aus unseren Gärten bis hier oben getragen hat. Sie stören sich nicht an den Bedingungen, die für die meisten Lebewesen auf Erden tödlich wären. Aber das größte Phänomen tritt im Flugzeuginnern auf. Die Atemluft birgt ein unsichtbares Geheimnis. Platz 23. Zapfluft. Woher kommt die Luft in der Kabine? Aus Sauerstofftanks? Nein, sie kommt von draußen. Sie wird über ein Zapfluftsystem aus dem Luftstrom der Triebwerke gewonnen und zum Teil ins Belüftungssystem der Kabine geleitet. Die sogenannte Zapfluft strömt ins Triebwerk, wird komprimiert und bis zu 230 Grad heiß. Die komprimierte Luft ist sehr heiß. Sie wird auf Bordtemperatur heruntergekühlt und mit der Kabinenluft vermischt. Nach dem Filtern strömt sie aus der Lüftung. Aber auf ihrem Weg durch das Triebwerk nimmt die Luft Partikel von Motoröl und anderen giftigen Chemikalien auf. Das alles wird in die Kabine gepumpt. Die meisten Experten sind sich einig, dass die Passagiere dadurch nicht gefährdet werden. Aber einige meinen, diese unsichtbaren Teilchen könnten zu Kopfschmerzen, Erbrechen und Müdigkeit führen. Jährlich werden ein paar hundert Verdachtsfälle dokumentiert. Wenn man jetzt von 50.000 Flügen allein in den USA ausgeht, ist die Gefahr also eher gering. Außerdem gibt es über den Wolken eine weitaus größere Gefahr als die durch Zapfluft. Ein unsichtbarer Angriff aus dem All. Wir sind ihm immer und überall ausgesetzt. Aber nirgends so stark wie hier oben. Platz 22 der unsichtbaren Phänomene: kosmische Strahlung. Auf Flughöhe ist die kosmische Strahlung nicht zu unterschätzen. Was ist kosmische Strahlung? Sie kommt aus dem Weltall und wirkt ständig auf die Erde ein. Sie besteht aus teils ionisierten Atomfragmenten und kann die dünne Außenhaut von Flugzeugen durchdringen. Diese Teilchenstrahlung kommt aus allen Richtungen. Die meisten Teilchen begannen ihr Leben als Wasserstoff- oder Heliumatom. Durch Sternenexplosionen werden sie fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und verwandeln sich in hochenergetische Teilchen, die auf die Erde zurasen. Zum Glück schützt uns die Atmosphäre zum größten Teil davor. Zumindest unten auf der Erde. Wenn kosmische Strahlung auf die Atmosphäre trifft, reagiert sie mit den Gasmolekülen dort. Hauptsächlich mit Sauerstoff und Stickstoff. Und wird so neutralisiert. Dann geht sie als gefahrloses Eisenatom auf die Erde nieder. Aber in 10 Kilometern Höhe, nahe am Weltall, sieht das etwas anders aus. Wenn man von einem Ende der USA zum anderen fliegt, ist die Strahlendosis etwa so hoch wie bei einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs. Vielleicht etwas geringer. Aber so beängstigend das auch klingen mag, Experten zufolge haben selbst Vielflieger ein kaum erhöhtes Gesundheitsrisiko durch kosmische Strahlung. Im Grunde ist es so, wer sich gesund ernährt und unnötige Strahlenbelastung vermeidet, kann sich ganz entspannt der Strahlung an Bord eines Flugzeuges aussetzen. Aber auch der entspannteste Flug ist irgendwann vorbei.
Bei der Landung wird man schon von der unsichtbaren Welt erwartet. Und zwar auf dem eigenen Körper. Das absonderlichste unsichtbare Lebewesen, das man sich nur vorstellen kann, sind wir selbst. Auch. Sehen Sie gleich zwischen Faszination und Ekel unsere unbekannten Mitbewohner. Welche unsichtbaren Kräfte auf Boliden der Rennstrecke wirken. Und was passiert, wenn ein Boxer einen Volltreffer landet?